Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Ach, der Typ kämpft überhaupt nicht. Falscher Knopf. Achso, zwei Top-Beleber, krass. Okay, aber was sagt er? Nick, es sieht so aus, dass du den Helden spielen wirst. Die Spielzeit ist vorbei. Genau. Okay, mich wundert jetzt, dass er mich nicht sofort angesprochen hat. Aber soll mir recht sein. Nehme ich erstmal das hier raus. Reicht leider nicht. Wäre zu schön gewesen. Ah, ein Mund hier, okay. Hoffentlich geht das jetzt mal ein bisschen voran hier. Das ist ein ziemlich langweiliger Kampf. Aber die letzten Tage wurden ja die zwei neuen Spin-Off-Editionen angekündigt. Let's Go Pikachu und Let's Go Eevee oder Evoli. Und ich muss sagen, dass ich jetzt nicht so begeistert bin. Dadurch, weil man keine, weil es halt keine normalen Pokémon sind. Also man kein normales Pokémon ist, wo man kämpfen kann. Also bisher gibt's, ich sag mal, ich weiß nicht, ob es eine Theorie ist oder ob es stimmt. Es soll keine Kämpfe geben. Das wäre schon ziemlich langweilig. Es ist so halt aufgebaut wie Pokémon Go und offensichtlich gibt es in Pokémon Go keine Kämpfe. Was anscheinend auch nicht geplant ist, wenn sie jetzt den Weg gehen und sagen, das ist wie Pokémon Go, da gibt es keine Kämpfe. Ich weiß nicht, ob die es dann so mit den Arenen machen, weil ich kenne mich ehrlich gesagt mit Pokémon Go überhaupt nicht aus, weil ich es nicht gespielt habe. Okay, wo bin ich jetzt? Hallo. Was ist hier drin? LOL. Mal weg, Cosma, danke. Nope. Ach so, da hinten. Oder? Ach, hier geht's hoch. Geht's auch lang? Ich halt erstmal hier zurechtfinden. Was kann ich noch sagen? Es spielt ja wieder ein Kanto, aber das sollte, denke ich, jeder wissen. Was? Ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll. Ich denke, für das Spielprinzip ist es ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass sie keine Lust hatten, sich eine neue Region auszudenken. Wobei es ja auch die, ich will nicht immer Theorie sagen, aber es gab halt so einen angeblichen Leak, dass sich irgendwie in der Mitte eine Insel aufgetan hat. Aber dazu kann ich jetzt auch nichts Genaues sagen. Weil diese ganzen Leaks, keine Ahnung, so ein bisschen übertrieben. Vor allem unnötig. Zeit
gleich zu der Ankündigung kam auch noch, das Spiel Pokémon Quest raus, das ich natürlich auch schon heruntergeladen habe und auch schon getestet. Ist aber halt kostenlos und deswegen mit Microtransactions und alles. Mit allem. Deswegen ist das Spiel tendenziell kacke. So wie ungefähr jedes Spiel mit Microtransactions. So, und dann wurde halt auch noch gesagt, dass 2019 dann das Haupt-RPG kommen soll, also die 8. Generation höchstwahrscheinlich. Ich denke mal, dass dieses Let's Go jetzt als, ich sag mal, Remake zählt für die Entwickler. Es wäre ja irgendwie doof, wenn die jetzt nochmal den Diamant und Pearl Remake machen. Deswegen, es kommt hundertprozentig die 8. Generation. Und soweit ich weiß, gab es mit einem Konsolenwechsel oder einem Generationenwechsel, will ich jetzt nicht sagen, sondern halt immer, wenn es eine neue Konsole gab, haben die auch nicht zuerst ein Remake gebracht. Das wäre auch nicht, ich weiß nicht, so das Wahre, finde ich zumindest. Okay, was geht bei dir ab? Ja, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich warte ja immer noch auf ein neues Mystery Dungeon. Daher. Ich hoffe auch, dass es kommen wird. Die Frage ist nur, wann. Ja, wird schon passen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, hatte, aber ich wollte mal dieses japanische da, also das, dass es nur im V-Store gab, machen. Das war gerade total dämlich. Aber durch die Sprachbarriere würde ich es höchstens als letztes Test mal bringen. Wobei ich mit letzten Tests erstmal für die nächsten 2 Jahre, wenn ich aktiv Videos mache, ja, 2 Jahre ist vielleicht übertrieben. Ich hatte mir immer so gedacht, dass ich einen Let's Test mache und wenn das Spiel relevant genug ist, kommt halt ein normales Let's Play dazu. Zum Beispiel Super Mario Bros. 3 würde ich Let's Playen. Hingegen, keine Ahnung, Famicom Grand Prix eher nicht. Weil es halt nicht irrelevant ist, aber es juckt keinen sozusagen. Weil Super Mario Bros. 3 hat man natürlich auch schon 100 Mal gesehen, aber darum geht's nicht. Aber ich finde Super Mario Bros. 3 hat eher so einen Stellenwert. Machst du. Ach komm, nerv nicht. Ja, ja. Ich sehe, wohin das führt. Surfer kann man rein physikalisch eigentlich nicht so einfach ausweichen. Ach, jetzt habe ich außerdem noch mal Surfer eingesetzt. Oh, Glück gehabt. Was für ein Idiot. Wasted. Ja. Immer alle Items mitnehmen. Und gleich so viele Items da drin sind. Wieso genau? Jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich lang muss. Das ist immer sehr belastend.
Da habe ich Molot von. Leider nicht, aber Megani. Ist es schnell genug? Ah. Belastend. Ich glaube, ich dann heilen. Ich wollte jetzt eigentlich vermeiden, zurückzurennen, aber es lässt sich wohl nicht vermeiden. Warum ist das so schnell? Ach, es. Schade, dass Molot langsamer ist, aber es kommt. Mal sehen, was er raus reinschickt. Swellot, okay. Oh nein. So, mal sehen, ob es effektiv ist. Ja, es ist. Ist es. Genau. Okay, für Koffing reicht es nicht. Weezing. Weezing heißt die Weiterentwicklung. Ich verlerne mal Iron Defense. Ja. Okay, es wird wirklich Zeit heilen zu gehen. So. Und dann gehe ich auch heilen. Und bin gleich wieder da. Okay, ich wollte gerade heilen gehen, aber dann kam dieser Typ. Habe anscheinend den falschen Weg genommen. Okay, also Wobbuffet und Huntail. So, das sollte ich schaffen. Ich glaube, das sollte nicht funktionieren, oder? Ich weiß nicht, wie man diese Attacke umgehen kann. Nach all den Jahren. Aber das ist gut. Denn jetzt bin ich geheilt. Okay, weil ich jetzt keinen Schnitt gemacht habe, ist der Part vorbei und dann tschüss.